Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception. Die beiden ersten Abenteuer liegen hinter uns und wir machen direkt weiter mit Teil 3 und spielen natürlich die Kampagne. Kann ich noch mal eben kurz in die Optionen gehen? Ich möchte nämlich gerne Schwierigkeitsgrad, hätte ich ganz gerne einfach. Untertitel hätte ich ganz gerne an. Spieletipps sind auch soweit in Ordnung. Und dann, was wollte ich noch gucken? Ich glaube, das war's, ne? Audiosprache? Ne, das ist soweit alles okay. Ich denke, das wird Deutsch sein. Ja, dann würde ich sagen, Leute, legen wir direkt los, ohne viel zu quatschen. Ich bin sehr gespannt auf die Story. Den zweiten Teil fand ich halt noch besser als den ersten. Und ich bin gespannt, was uns hier in Teil 3 erwartet. Neues Spiel. Und nein, ich möchte doch auf einfach spielen. Und natürlich noch neue gespeicherte Daten. Ich freue mich so, alle wiederzusehen und ich hoffe, wir werden alle wiedersehen. Also Sully und Elena und Nate sowieso. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los.
Oha, es geht also wieder los. Du nicht? Der gehört mir! Ja, du nicht. Ich sollte doch ausweichen und nicht einfach nur draufhauen. Na los! Ah, du Pisser. Ja, die mischen den Laden direkt schon ganz gut auf, ne? Ah, so kann ich entkommen, alles klar. Oh Mann. Komm schon, jetzt nicht nachlassen. Okay, Mann, du bist erledigt. Das, wow, das war nicht schlecht von ihm. Die können hier besser kämpfen als in den anderen Teilen, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Sehr gut. Okay. Leute, ich muss ja mal eben kurz sagen, ey, der Nate, ja, der sieht doch noch 10-mal besser aus als in den vorigen Teilen und der hat so krass blaue Augen. Was hat er gemacht? Was ist denn das? Armin! Okay, Bill, halt raus! Schnapp ihn! Ey, das ist nicht nett. Kapitel 1. Noch eine Runde. Um einen Gegner in der Nähe zu werfen, drücken Sie, während Sie in die gewünschte Richtung. Okay, wir probieren es mal. Okay. Wir nehmen einfach die Flasche, geht auch. Das war cool. Aber ich glaube, wenn die jetzt alle hier so krass sind im ganzen Spiel, kann ich gar nicht mehr so oft den Nahkampf machen, wie ich eigentlich gerne gemacht habe. Sehr gut ausgewichen, Nate. Sehr gut. Kann ich den jetzt nochmal irgendwie packen? Macht sie platt! Genau, wirf den einfach mal irgendwo hin. So, den hier auch nochmal. Ist das alles? Nein, das ist garantiert nicht alles, mein Lieber. Aua! Schnell eskaliert. Was hat der gesagt? Das ist schnell eskaliert. So, jetzt geh halt drauf, Junge. Ja, ja, Sally, ich komm ja schon. Alles gut. Alles gut. Ja, danke, erledigt. Mann, wie übel. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Bin gleich bei dir, das ist nicht cool. Das bringt nichts, Nate. Okay, Lust auf mehr. Haben die keine Waffen dabei, wenn die hier so einen Deal machen wollen? Hey, warum hast du nicht draufgehauen, Alter? Das ist aber auch eine Maschine, ne? Sally, mach was. Oh, jetzt ist doch gut, Typ. Alles klar da drin? Ja, alles super, Sally. Alles ganz oh, toll. Mann, stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm. Los, Nate. Ja, ja. Hier. Moment, können wir vielleicht noch ein bisschen Geld mitnehmen? Oh, oder aber einen Schatz mitnehmen ist auch schön. Was haben wir denn da Schönes? Kann ich das nicht. Kann ich das gerade nicht angucken, weil die gerade quatschen? Oder was soll das? Ich wollte das doch. Sie haben den ersten Schatz. Ja, aber ich wollte. Wie kann ich den denn angucken? Ist das hier anders? Boni. Ist das bei Boni drin? Schätze. Einen messigen Streichholzbehälter. Muss ich jetzt echt jedes Mal. Komisch in die Auswahl gehen? Naja, egal. So, weiter geht's, mein Lieber. Haltet sie! Hey, ich hab den jetzt. Ich will ihn nochmal irgendwo gegenwerfen, aber. Oh, oh, wow. Ich komm nicht mehr dazu. Achso, hast du ihn erledigt? Ja. Los. Er läuft ein bisschen merkwürdig, habe ich das Gefühl. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel?
Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Cutter! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Wir spielen den jungen okay. Nate. Wie geil ist das denn? Und los Großes geht's. Aus kleinen Ursprüngen. Wie cool ist das denn gerade? Oh, das feiere ich. Select-Taste, Tagebuch. Wir können ja mal reinschauen. Und ich dachte gerade so im ersten Moment, als die Alte da ausstieg, dachte ich, hat der Bösewicht da, dieser schmierige Typ, hat jetzt seine Mutter mitgebracht oder was? Aber anscheinend war es ja doch nicht seine Mutter. Und ja... Sully und Nate sind jetzt angeschossen und liegen da rum, aber gut. Also, das ist das Schiff von Drake. Was haben wir denn noch so? Ach, das war's schon? Nee, doch nicht. Okay, Indischer Ozean. Was hast du da eingekreist? Borneo? Okay. Boah, echt, wir spielen in der Vergangenheit. Was mag ich immer total. Ah, Moment. Konnte ich da was machen? Hier nicht. Ach so. Ach so, du suchst jetzt das Schiff, oder? Die Kanonen nicht. Was ist das hier? Ne, das sind irgendwelche Glocken. Schiffs... Ah, aber von Drakes... Ach ja, das ist alles Drake, ne? Also ich meine, das ist ja auch schließlich sein Museum. Eine Statue eines spanischen Mönchs. Die goldene Hint im Kampf gegen die Spanier. Hier? Nee, Moment. Ha! Nein. Ah, ein bronzener Schiffskompass. Er läuft ganz merkwürdig. Was haben die denn da mit der Steuerung gemacht? Ha. Eine Galeone und ein Beiboot. Eine Büste des Museumsgründers. Hier nicht. Ja, er sucht ja anscheinend irgendwas, ne? Ich würde jetzt mal sagen, das komplette Schiff, oder? Hier nicht. Ah, Moment, da war ein Schatz, den möchte ich gerne mitnehmen. Hallo, wo war der denn? Was haben die da gemacht mit dem Laufen? Man läuft so merkwürdig. Was haben wir denn da? Eine antike Geldbörse. Aha. Nein, das wollte ich gar nicht. Also irgendwas ist hier steuerungsmäßig aber mal anders, oder? Würde ich jetzt behaupten. Mach das mal weg. Guck mal, er läuft so seitlich. Seht ihr das? Komisch. Aber gut.
Alles Gewöhnungssache. Vielleicht oben, ja, ich gehe da jetzt einfach mal hin, also. Kann ich denn irgendwie schneller laufen? Hallo, darf ich hier rein? Ich will's hoffen. Eine von den Vitrinen muss es sein. El Museo cierra en 15 minutos. Ja, ja, okay, ein paar Minuten noch. Ein spanisches Kriegsschiff. Was haben wir da so drin? Seefahrtschnickschnack. Okay. Hey, da ist er. Was suchst du denn? Ratita callejera. Suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Endajo. Oh, da ist er ja. Sally, so lange kennen die sich schon. Kann ich denn jetzt irgendwie rennen? Nee, scheint nicht zu gehen. Das hätte ich... Ich muss dranbleiben. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie sich jetzt wirklich schon so lange kennen. Was macht er? Der geht da rein? Okay. Ach nee, doch nicht. Geht weiter. Ah, da ist der. Kann ich mich denn... Geht das schon irgendwie ducken? Ah, okay. Genau in dem Moment habe ich es ausprobiert. Testet jetzt da die Früchte oder was und denkt sich so, oh ja, super. Oder kann ich irgendwie, Moment, kann ich ein bisschen näher ran? Nein, vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, sie kommen um eine äußere Ecke herum und bleiben in Deckung, indem sie in die gedrückte Richtung und gleichzeitig gedrückt halten. Ja, okay. Oh, ich darf doch, oder? Einfach mal nebenbei so einen Apfel snacken. Ja, war eh verfault. Was ist denn jetzt da? Hä, wo ist der hin? Ja, der ist hier abgebogen. Da ist er doch. Sollte ich mich vielleicht irgendwo... Irgendwo in Deckung gehen oder ist das alles so in Ordnung? Ich hoffe, ich komme davon. Wo er wohin will? Durch. Sally, wohin gehst du? Was hast du vor? Ja, wahrscheinlich jetzt irgendwie auf die Nacht oder so warten, dass er da einbrechen kann, um sich den Ring zu schnappen. Komme ich da auch durch? Was macht er jetzt? Wo ist er? Ach, da ist er. Ah, schaut mal, hier kann ich doch klettern. Das sehe ich doch jetzt schon. Weil da werde ich bestimmt nicht reinkommen. Ach, Mist. Ja. Erschlossen. Ich muss einen anderen Weg hochfinden. Ja, geht nach oben. Okay, kannst du denn direkt von hier? Ja, ach, cool. So,
Dann gehen wir erstmal hier rum. Er läuft auch in die Richtung. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja, früher schon immer geklettert, ne? Kannst du nicht dahin? Genau, und dann an die Klimaanlage. So. Und nun, da. Moment. Oh, das hatte ich nicht vor, aber es hat funktioniert. Okay. Also, es lässt sich wirklich ein bisschen anders steuern. Warte mal, an den Balkon. Nee, ich muss ja jetzt wahrscheinlich eher hier hin, oder? Achso, und da entlang hangeln. Okay. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Ja, ja. Hey, ich will dich nicht festmachen, aber mal eins zu mir. Auf mich wartet eine Lady. Wer weiß schon. Auf mich wartet eine Lady? Ach. Oder hatte der mal was mit der blonden Alten da? Weil die kannten sich ja gut. Sie hat ihn gesiezt, kann aber jetzt auch an der Übersetzung liegen, ne? Dass da einfach mal ein Sie draus gemacht wurde. Aquilo tiene. Aha. Ja, warum halte ich das? Gracias. Adios, amigo. Okay, ich brauche die Geldbörse. Okay. Mist. Hier kann ich auf keinen Fall lang. Aber du kannst hier entlang. Oh oh. Oh oh. Und Sully auch schon immer mit Zigarre, ne? Kannst du dich ein bisschen schwingen, Nate? Geht das? Ja, genau. Damit wir ihn da auch nicht... Kannst du nicht rüber? Damit wir ihn da auch nicht verlieren. Ah, Moment. Moment. Schatz, nehmen wir mit. Was ist es? Ein schamanischer Jaguar-Kopf. Alles klar. Ich kann aber so... Warum kann ich denn so nicht zurück? Na, egal. Muss ich mich... da nimmt er ja jedes Mal das Tagebuch. Das ist doch... Irgendwas ist da aber nicht ganz so, cool. Ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Ich würde mal sagen, dahin. Jetzt habe ich ihn komplett verloren. Wo ist denn der? Geh mal rüber. Und dann dahin. Ach, da läuft er. Okay, Beeilung. Ich weiß nicht, ob wir ihn... Er geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Okay. Vom Dach aus. Kannst du da zurückspringen? Das ist ein bisschen weit, oder? Kannst du hoch? Das ist so toll hier. Ich mag das mit den ganzen Pflanzen und so und diese schönen bunten Häuser. Wo ist er denn? Ah, wer ist das? Das ist die Alte. Das, oh, pass auf, kann ich an die Stange? Ich wollte an die... Ah, nee, so geht's auch. Das ist die Alte. Tatsächlich, kannst du da so runter? Ja, ne? Muss dranbleiben. Ja, wir bleiben doch dran. Obwohl ich mich natürlich auch super gerne hier irgendwie umschauen würde, aber ich glaube, das ist nicht so von Vorteil, wenn wir das jetzt machen. Da laufen sie. Ey, das ist die gleichen Klamotten wie später dann auch, ne? Verdammt. Da sollte ich nicht lang. Wo? Unten oder was? Genau, einfach hier weiter, oder nicht? Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Oder nie? Ja, ich weiß ja nicht. Willst du einfach... Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Clown hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was.
Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? Kapitel 3. Fassadenarbeit. Es war ja wohl sowas von klar, dass er den Schlüssel rausgenommen hat. Es hat mich jetzt gewundert, dass der Sully da nicht nachgeguckt hat, aber vielleicht ist es wirklich vorhersehbar und er weiß das und er steht da jetzt irgendwie bereit. Keine Ahnung. Kann man das nicht auch irgendwie verschnellern, hier das Klettern? Ich weiß hier nicht. So, ist denn hier niemand, der das Museum bewacht? Wo war denn jetzt das Fenster? War doch hier oben, oder? Komm ich von hier irgendwie rüber? Oder war das jetzt... Ach, das war... Nee, da oben war es ja auch nicht. Das war irgendwo da hinten. Keine Ahnung, wir werden das schon finden. Kommst du halt von hier? Oben aufs Dach? Also, hier geht es vermutlich nicht runter, aber hier vorne geht es weiter. Okay, hm? Was ist das? Wow, das war ein bisschen hui. Das war ein bisschen schief, aber... Huch, aber es hat alles gut gepasst. Das war knapp. Das war es tatsächlich. So, und nu? Das ist doch jetzt hier das Museum. Ich hätte wahrscheinlich nach unten gemusst, oder? Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Da ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Den möchte ich ganz gerne. Kann ich mich denn hier dranhängen? Also das Dranhängen geht, aber die Frage ist, ob ich mich von hier... Oh, oh. Nein, ich bin tot. Ob ich mich von hier irgendwie, ja, keine Ahnung, da in die andere Etage reinschwingen kann. Geht das? Kannst du nicht einfach... Kannst doch da abspringen und dich da festhalten. Ja, halt dich fest, Nate, genau. Geh mir einfach darüber. Das war jetzt da hinten in der Ecke, ne? Ja, aber hier kommen wir doch nicht rein. Wir müssen noch zum Fenster. Aber gut, ich nehme jetzt erstmal hier den wunderbaren Schatz mit. Was haben wir denn da für ein lustiges Tier? Hundeförmige Inka-Pfeife. Okay. Und ich kann jetzt echt nur... Ach, ich kann auch so zurück. Ah, alles klar. Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal kommen wir hier hoffentlich irgendwie rein. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.